Ja, ich wollte mit dir den Dingens-Modus hier spielen, ne? Das ist mein Lieblingsmodus, klar. Den Ein-Schuss-Modus, Digga, weil ich dachte halt, wir beide als Jagdgewehr-Legenden, weißt du? Ja, ja, ja. Du kannst eigentlich auch noch snipen, mehr kannst du auch nicht, oder? Nee, gar nicht, also, nee. Also, nee, ich wüsste nicht, was ich sonst könnte. Also, snipen ist bei mir halt auch nicht, also eigentlich, ach, ich kann gar nichts, egal. Leute. Ja, ich spiel jeden Tag 5 Stunden, ne? Echt jetzt, wirklich? Jeden Tag 5 Stunden seit 16 Monaten. Bin immer noch Season 1 gespielt vom Skill. Stark, stark. Also, da muss ich echt erstmal sagen, Respekt an der Stelle dafür. Danke. Ich würde sagen, Leute, wir... Oh Gott, Alter, ist ja Schwerkraft, ist ja hier das Ding, wa? Ist aber geil. Kannst in der Luft scopen ohne den ganzen Bums. Also wenn man hier Shots trifft, dann sehen die fantastisch aus. Das stimmt, das ist immer ganz geil. Kannst du direkt in eine Montage mit reinpacken, ne? Ja. Stark, stark, stark. Das Ding ist halt, man muss ja... Aber man hat nur 50 Leben, ne? Ja, man ist immer One-Shot. Und wenn man tot ist, wir können uns auch gegenseitig nicht reviven, dann ist einfach Ende. Na gut, dann muss einer von uns tragen, ne? Dann muss es einer carryen. Ja, ja, ja. Der Sieg ist das Wichtigste. Das wird laufen. Hast du die neue Waffe heute gesehen? Scope Revolver? Hast du schon gespielt? Ja. Und, findest du geil? Neue Lieblingswaffe. Echt jetzt? Noch gar nicht gespielt. Ist wie eine Sniper, aber übel low, weil sie halt nur 40 Damage macht. Mhm. Aber dafür connecten die Schüsse instant, wie bei der Thermal. Oh, stark. Und so ein 88er Headshot schmeckt schon, wenn der instant connectet. Ja, das stimmt. Muss ich mir gleich mal reinziehen. Ja, wir können ja gleich sowieso mal, wenn da gleich noch eh irgendwas Live-Event-mäßiges ist. Ich dachte, da läuft jetzt ein Countdown, der schmilzt der Gletscher. Boah, das wäre crazy, Alter. Aber jetzt schmilzt er so schnell, also wie in Real Life halt quasi, dass der dann gefühlt der Arm schon weg ist. Ich bin mal gespannt, was dann herauskommt, Alter. Hoffentlich Thanos. Thanos wird nochmal wiederkommen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Ja, Thanos oder Mickey Mouse. Irgendein anderes Franchise auf jeden Fall. McDonald's, ein riesiger Burger, irgendwas. Angekündigt ist der Sneaky Snowman als Leak und das Medieval Sword Weapon. Ach, stark, stark, stark. Mal gucken. Wenn eins davon drin ist, wäre auf jeden Fall geil. Infinity Blade war letztes Mal Reinfall. Ein guter Gag, ne? Die bringen das raus zum Winterturnier, ne? Mit ultra krassen Preisgeldern. Dann denken die, oh, das ist zu OP und dann machen sie es wieder raus. Naja, fand ich auch ein bisschen läppig. Ich bin aber ehrlich, ich habe es gar nicht gespielt. Ich war im Skiurlaub in der Zeit. Ja. Und bin relativ froh, dass ich nie das Ding in der Hand hatte. LOL, da ist ein Bunker! Digga, das kann doch nicht sein, dass wir hier wieder einen Bunker hinmachen, ne? Kann man hier wieder reinbuggen mit einem Einkaufswagen oder so? Ja, egal, müssen wir versuchen, Alter. Wir sind doch die einzigen Idioten, die hier landen. Hier gibt's nichts. Ey, die können nicht einfach jetzt einen Eisberg hinpacken, dann schmilzt der und dann ist da ein Bunker. Da will ich doch lieber den Eisberg wieder haben. Also das ist wirklich dreist. Da ist auch gar nichts drin. Abartig. Okay, das ist krass. Das ist halt das Ding. Dieser Bunker hatte nie eine Bedeutung bei Epic. Weißt du, was ich meine? Der hatte nie wurde der für irgendwas genutzt. Ja. Wir haben alle gemerkt, oh, Leute reden darüber. Was machen sie jetzt? Trollen rein, bauen noch einen zweiten Bunker dahin. Warte, stopp! Was denn? Stopp! Wieder mitkommen. Warum? Gibt was Besonderes, glaube ich. Kann man da drin was sehen oder wie? Ja. Meinst du, durch die Hütte kommt man runter? Ich weiß es nicht. Die Chat. Oh. Lol, hier ist. Aber Alter. War der schon immer hier? Nein. Nee, oder doch? Sollen wir mal rein? Geh du mal erst rein, da kommt dann Lava. Wo bist du? Einfach nur oben drüber. Okay, easy, so hätte man auch von der Insel wegkommen können. Aber wie wir das gemacht haben, war auch cool. Zuerst eine Brücke rüberbauen, und dann rübergehen, wieder zurückgehen und dann den Rift nehmen. Alle Mats gewastet. Sauber. Ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, als würden sie bei Epic zu sehr reintrollen. Weißt du, was ich meine? Ja. Die wissen halt genau. Das machen die auch absichtlich, ne? Die Faszination mit Bunkern und sowas, die wissen ja ganz genau. Wollen wir da hin? Ja, lass hin. Oh mein Gott. Kevin. Ja, du hast mich gerettet. Spürst du das so, wenn er mich normalerweise getötet hätte? Ja, ja, man spürt immer schon den Tod. Ich weiß, was du meinst. Und dann knallt er und er ist tot und dann wurde gerettet, das ist schon geil. Dann. Das ist schon ein geiles Gefühl, ja. Wenn wir da runtergehen und dann. Warte, die ist in dem Haus drin, An dem Bett. Sie. Boah, beide so close, Alter. Komm, wir gehen da runter. Ja, wenn sie was von hier trifft, ist Party hart, ne? Aber ich bin am Fuß vorbeigezicht, Junge. Das war schon echt extrem knapp. Siehst du sie? Ja. In der Luft. Ja, hab sie. Alter Junge! Uff. Das ist gut! Warm werden muss man. Da hat jemand auf dich geschossen. Ja, ich weiß. Ich glaube, von oben vom Berg müsste es gekommen sein. N-O. Kann ich sehen. Obacht. Boah, das wäre so drauf gewesen gerade, wa? Oh, stark, das war ein schöner. Sehr schön. Das wird ein knackiger Hin hier. Guck mal, nur noch 5 Gegner. Jemand sniped. Von wo denn? Oh, wie der spielt, Alter. Ich weiß nicht, von wo ich gestorben bin. Du musst es machen, Revi. War er's? Nee, der war's nicht. Ich glaube, der ist aber gerade in einem anderen Battle mit irgendwem anders. Was? Hä? Ja, ja. Wo war der? Weiß ich nicht.
Oh, ja, der hat die ganze Zeit hier oben gecampt, Alter. Das sind diese Katzenskins, sind die ekligsten Spieler. Ja, ja, diese Lux-Skins, die fucken mich so unnormal ab. Alter. Die denken immer, die wären's, und dann sind das so Semi-Pros. Ja, 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 ich fühle das. Und dann labern die mich immer voll, jo, kann ich bei dem Turnier mitmachen, oder zeig mir deine Stats, dann ist er nur so ein Halb-Pro, so richtig nervig, weißt du? Ja, ja, ist so. Wo die Leute denken, sie sind Mongral, aber sie sind dann nur so ein Chef Strobel. Mach mal mit Revi ein Parcours auf Chilling. Ja, Leute, sowas haben wir vorher in der Richtung. Wir haben ja das Format Castle Rush. Das habe ich ja so lange Zeit mit Simon gemacht, in Minecraft damals, und Strobel hatte mich damals angeschrieben, hey, hättest du nicht Bock, eventuell da mal Lust, in Fortnite zu machen. Das habt ihr ja schon mal Fort Rush gemacht, ne? Und ja, und jetzt werden wir uns mal zusammentun, Leute, und gemeinsam ein kleines bisschen in Fortnite uns Parcours bauen. Wie gut bist du in Parcours? Also wie kannst du Parcours bewältigen? Absoluter Müll. Ich kann das, ich raste da auch komplett aus. Und Chef Strobel hat letztes Mal so einen schwierigen gemacht, das ist total dumm auch, weißt du? Simon ist halt auch ein Tryhard, also ich glaube, wir sind beide die Naps, die halt ausrasten und die beiden Tryhard. Aber hat der gutes Movement? Simon ist halt ein Game-God, weißt du? Simon ist halt echt? So ein Dude, der spielt halt ein Spiel. 10 Tage oder sowas ist der wieder komplett drin. Unter mir, kann ihn dancen lassen. Hinter uns einer! Hinter uns. Ja, sehr gut. Drauf. Alter, nice, Mann. Der andere ist noch in den Bunker drin, ne? Schießt noch ein anderer auf mich. Alter, ich dreh durch. Wo kommen die alle her? Über uns, einer über uns. Hab ihn. Stark, Digga. Sehr schön. Headshot in der Scheune. Hab ihn. Sehr geil. Alter. Digga. Jetzt läuft der Hase hier rund, Digga. Sehr schön. Schön. Alter, ich liebe so Sniper-Ketten, wenn so 2 Schüsse, 3 Schüsse zack, zack, teilweise zack, ja, hintereinander. Ja. Und das ist halt das Geilste. Das ist richtig lecker. Da kannst du so rein inten und übel Kacke spielen, wie du willst. Aber wenn so mal was connectet, dann ist es schön. Ist direkt Motivation komplett oben, ne? Ja. Ach, die Gegner sterben hier echt wie sonst was, ne? Ja, es geht ganz schnell. Halt durch den One-Shot halt, ne? Und ohne Reviven. Boah, guck mal, was dieses Ding da hinten rechts macht. Siehst du das da? Man ja, ist krass. Ich finde das auch das Geile, nichts rendert oft auf die Distanz. Mhm. Das Ding siehst du selbst aus Wailing Woods, siehst du das Teil im Horizont, das ist gut. So, wo ist der Sieg? So, Leute, das sieht gut aus. Wir sind jetzt beide noch am Leben, das haben wir noch gar nicht in den Top 20. Naja, das stimmt. Muss ja auch kein High-Kill-Win werden. High-Kill-Runden haben wir ja eben schon genug. High-Kill-Runden haben wir schon genug. Hinten rechts Skybase. Lebkuchenmann in der Luft, fällt runter. Oder rechts ist noch einer, hier sind überall Gegner jetzt gerade, das nervt ein bisschen. Okay, lass uns den Lebkuchen. Lass uns den töten hier vor uns. Hab ihn! Warst du das? Alter, ja! Alter, Mann. Junge! Aus der Luft gesniped. Wo ist der andere? Der ist SO. Den holen wir uns jetzt auch. Sehr schön. Das ist eine gute Taktik. Wenn wir halt raufgehen und die so schnell töten, dann. Den geholt. Hops genommen, dann können die nichts machen. Er ist bei mir, close. Oh, fuck. Vor mir. Hab einen. Alter, Junge! Hab einen. Da ist noch ein zweiter. Ganz hinten. Der kommt. Der kommt, Achtung. Oh, den kriegst du nicht. Der ist zu schnell. Oh, der ist ultra schnell. Mit den Impulsen ist der zu schnell. Hab ihn. Sehr schön, Digga. Uff. Alter. Ja, moin, Digga. Das sieht gut aus. Oh, wir sind geschossen. NWN. Wo ist der? NWN. In der Luft oder wo? Ich glaube schon. Von da kam zumindest der Shot. Der ist neben mir. Nein, er ist los bei mir. Oh Gott. Er holt mich gleich. Ich seh's schon. Ich seh's auch kommen. Hab ihn. Alter, das war wichtig. Der hat uns ein bisschen Sorgen bereitet, der Typ, Alter. Ja, ich war ja auch so. Ich hab das schon gesehen, dass er uns wieder beide tötet. Da wäre ich halt ausgerastet ein bisschen. Stark, Digga, stark. Komm. Top 14. Ist da, Digga. Hinten Spieler. NB. W. Hab ihn. Oh. Alter, erster Shot und der ist weg. Wir nehmen die Lobby komplett auseinander. Das gefällt mir. Das könnte was werden hier, Digga. Da oben. Der Arme. So, aber nicht so mit uns. Der Airdrop kam neben uns. Kann da irgendwas drin sein, was wir brauchen? Glaub nicht, also wir haben ja alles an Waffen, was halbwegs gut ist. Oh, los, neben dir! Wo kam er her? Weiß ich nicht, Mann. 2 Leute vor mir plötzlich. Nein, Digga, komm, hol das Game. Oh, einer ist noch bei dir. Das sind 2 Leute, musst du aufpassen, ne? Ja, ich weiß. Tryhard bis zum geht nicht mehr. Schmerz, oh mein Alter. Gott, warum tryharden die so? Ja, die neue Schussmechanik, Leute. Die haben jetzt einen anderen Bullet Drop, die Waffen. Da, Digga, ich hab ihn nicht gerafft, wa? Er ist runtergekommen. Die haben gerifft wieder über dir. Hast du, Mann, der trifft mich. Hast du. Unter dir? Yes! Einer! Und Nummer 2, komm. Und Nummer 2, hast du. Nachladen. In die Luft, nachladen. Schönes Ding, Digga! Komm schon! Alter, da gehen die Schwitzer down. Boah, stark. Mann, dass ich die nicht gerafft hab, Alter. Ja, die waren eben noch auf dem Berg, auf einmal standen sie hier drin. Richtig, ich hab's halt auch nicht gecheckt, richtig. Gar nicht. Wir haben wahrscheinlich auch runtergerüftet. Rechts von dir? Mach erstmal ein bisschen. Perfekt! Alter, noch 3 Gegner, Spieler, komm schon, Mann. Einer ist oben gerüftet, ne? Ja. Ich glaube, rechts von dir könnte noch einer sein. Ich weiß nicht, ob der nicht noch im Fight war mit irgendwem. Guck, dass hier keiner runterrüftet auf dich.
Da oben ist, wie gesagt, dieses eklige Skybase. Ja, ganz dumm sowas. Da ist einer den Berg runtergefallen. Ja, ich sehe. Einer runtergefallen. Alles Solo. Alles Solo-Spieler. Sicher? Wo weißt du das? Ich glaube schon. Ich glaube, die waren gerade alle drei in dem Fight. Zwei Gegner noch. Komm, Legende. Vor dir direkt. N? Ja, hab ich gesehen. Nee, die fighten noch wen anders. Die fighten wen anders. Das ist deine Chance. Die sind gegeneinander. Oh, mir erstmal schön was. Und jetzt guck ich mir das mal genauer an. Die sind ja alle vor mir, ne? Mhm. Der hat dich nicht gerafft, der Typ auch, ne? Nee. Glaube nicht. Sein Ding fällt auseinander, weil die sich gerade fighten. Sobald einer down ist, musst du eigentlich rein und abstauben, weißt du? Ja. Stark. Das ist eine Legende. Und schon. Oh! Alter! Starke Performance, Digga! Wir haben einfach gewonnen. Digga. Unglaublich, Digga. Wie haben wir denn im Midgame die Lobby auseinandergenommen? Uff, Digga, Mann. Krank. Very nice. Ey, perfekt. Bro. Also wir sind beide ultra kacke in dem Game. Dann ist ein Duo-Snipe-Modus. Da sind wir gar nicht so schlecht drin. Dann hast du gesagt, zocken wir zusammen. Und dann kommt da so eine Runde bei rum. Besser geht's stark, nicht. Stark, Digga, wirklich. Auch noch 9 Kills, Alter. Schade, dass die einfach beide vor mir so runtergekommen sind, wa? Ja, ne? Stimmt. Kenners, was soll ich sagen? Aber ich habe das Ganze aufgenommen. Schaut auf jeden Fall mal mit Trimax vorbei. Und ja, freu dich auf Castle Rush. Coming soon, Leute. In diesem Sinne. Ihr kennt meinen Creator-Code. Ich sag dazu nicht mehr. Macht's gut, haut da rein. Tschüss.